8 Cashflow, ja, lecko, Funny. Da wird ja nochmal einer reich, wa? So, ich habe die Autolampen ausgemacht. So, dann machen wir den Gang auch hell, weil ist halt so. Die sollen ja auch sehen, wen sie erschießen. So, ansonsten ist ja schön hell. Morgens um 7 ist Duschen. Da bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Vier, acht, zwölf, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 39, 40. Wir haben, glaube ich, so 40 Duschen, ne? Richtig gezählt? Na, ungefähr 40 Duschen, das wäre ja genial, wa? Überall einer drin, hier fehlt noch einer. Eine Zelle frei, eine Zelle frei. Super. Gleich wieder heller geworden. Und wieder 8 Cashflow. Mann, Mann, Mann. Dann fehlt hier natürlich noch den Parkett. Zack. Und es fehlt auch noch die Einteilung in einen Gemeinschaftsraum da. Und solange ihr lieb seid, entriegel ich mal die Tür. Und damit wir es gleich schön haben, pflanzen wir hier mal ein bisschen Gras. Und damit sie auch immer wissen, wo sie hingehören, bauen wir hier ein bisschen Licht hin. So, dann haben wir auch den Außenbereich. Dann, habe ich das Gefühl, wir brauchen mehr Lagerraum. Kann das sein? Machen wir das hier zu. Und wer bist du? Der Psychologe. Was machst du denn hier? Hau ab. Geh arbeiten. Was ist denn hier mit Müllflächen? Wo war das denn nochmal? Laden, Postraum, Rezeption, Bewährung, Bücherei, Forstbetrieb. Krankenstation, Müllraum. Wo ist denn der? Ach, hier unten ist der. Ach so. Warum sagst du das denn nicht? Georgisse. Mach mal hier im Müllraum hier eine schöne Begrenzung drum. So. Okay, ja, mach doch mal ein bisschen schön hier. Auch hier Lieferung. Dürfte der Bereich sein, ne?
So. Dann kannst du hier doch Gras hinmachen. Sieht nicht schön aus, aber ist praktisch. Dann sind die Bereiche besser abgegrenzt. So, dann, wie sieht das denn hier aus mit dem, was machen wir denn mit dem Holz? Was können wir denn mit Holz machen? Weil die sind einfach voll, das ist das Problem. Postbetrieb. Was ist hier los? Hallo? Finde ich aber nicht in Ordnung. Hört mal auf mit dem Kack. Und warum lauft ihr hier rum? Okay, wir planen mal weiter unser Gebäude. Ob ich das ohne Plan hinkriege? Komm, ich plane das mal eben. So, wir führen hier weiter. Ne? T. Weil das Schlimme ist, wir müssen denen so langsam ja auch mal was bieten. Sollen wir das nochmal so machen mit der Dusche? Das scheint ja zu funktionieren, ne? Genau, nur die Duschzellen sind größer, okay. Hier und da und da und... So? Kann man so machen, ne? Dann käme hier. Vier. Hier, so. Die machen immer einen Stress, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Immer dieses Quietsche, ne? Genau, ist eine Neunerzelle. Hört doch bitte mal auf, meine Leute anzugreifen. Ist ja nicht zum Aushalten. So. So.
So, das ist jetzt wieder massive Geistesarbeit hier. Deswegen rede ich gerade nicht so viel. So. Na komm, da oben müssen wir uns erstmal noch nicht drum kümmern. Die Frage ist nämlich. Ob wir hier die Kantine reinmachen, irgendwie. Ist natürlich irgendwie für eine Kantine auch kacke, oder? Objekte. Tisch. Bank. Tisch, Bank. Dann könnte man das hier sozusagen als Kantinen-Küchenbereich machen. Sollen wir das so tun? Sollen wir das so tun? Ich weiß nicht. Aber irgendwas müssen wir tun, also bauen wir erstmal Wände. Einfach Fakten schaffen. So. Das Schlimme ist, ich habe schon wieder einen Arbeitstag im Rücken. Man hat so viele Nebenpflichten, ne? Mein Körper sagt mir zum Beispiel jetzt schon wieder, ich habe Hunger. Dabei denke ich mir, du hast doch erst vor 9 Stunden was gegessen. Stell dich doch nicht so an. Aber nö. Schlimm, oder? Habt ihr auch solche Probleme, dass ihr immer zwischendurch Hunger kriegt, obwohl ihr gerade noch ein Stündchen auf 3 aufnehmen wollt? Ich verstehe das ja nicht. So. Dann baut mal. So, das Schöne ist, das können wir jetzt durchführen hier. Oder sagen wir eigentlich nur bis hier, ne? Hier noch nicht, bitte. Ja, genau, lösch immer alles. Pfeife. Nein, da muss keiner hin. Hier fehlt noch eine Mauer. Dann brauchen wir noch Licht. Also ihr würdet mir sehr helfen, ne, wenn ihr mal ein bisschen fertig würdet. Tobt ihr schon wieder einen Aufstand in meinem Laden oder was?
Warum verbringt ihr die Freizeit nicht hier oben?